Operette. Ja, selber, hey Zuckerschnäuzchen. Mann, du hast ja gute Laune. Ich habe gerade einen Wettbewerb gewonnen. Ich darf meine Lieblingssängerin treffen, Crescenda von Hammerstone. Das ist ja Wahnsinn. Wie toll. Und wie hast du vor, dich zu benehmen, wenn du die Opernsängerin triffst? Ich bin halt einfach ich selbst. Ich dachte nur, du willst doch bestimmt auf jeden Fall vermeiden, dich zu blamieren. Wieso sollte ich mich blamieren? Crescenda von Hammerstone ist ein berühmter Star. Sie ist eine Königin. Das, was ich auch bin. Und du nicht. Oh je, du hast recht. Ich will mich doch auf keinen Fall blamieren. Weißt du was? Ich werde dir zeigen, wie sich eine vornehme Dame von Welt benimmt. Oh Mann, das riecht ja vielleicht lecker. Und jetzt wirst du mir beweisen, ob du weißt, wie man dieses Gericht isst. Nichts leichter als das. Das ist doch einfach. Was habe ich gemacht? Zunächst einmal war das eben eine Fangfrage. Eine Dame isst niemals Kekse und tunkt sie in Soße. Und wenn ich das mag? Köpfige Hydra in einem Raum voller Guillotine. Das musst du nicht. Ich habe dir beigebracht, wie sich eine kultivierte junge Dame benimmt. Miss von Hammerstone, es ist mir eine Ehre, Sie... Oh! Nenn mich Crescenda. Wirklich? Du musst hier nicht so vornehm tun, sei einfach du selbst. Hey, habe ich mich vertan oder hört man, dass du aus der Gegend von Gorleans bist? Aus Gnarlston. Ich habe auch Verwandte in Gnarlston. Wer weiß, vielleicht kennen wir ja sogar dieselben Monster. Wie bitte? Oh, bei Ras. Dein Daddy war das Phantom? Das glaube ich ja nicht. Bei ihm hatte ich meinen ersten Gesangsunterricht. Diese Wedges sind aus einem Grund schon wertvoll, weil sie mir gehören. Das war informativ und aufschlussreich. Oh. Nächster, Skeleta. Lauter. Skeleta, keine Angst, du kannst das bestimmt. Das wichtigste Objekt für mich ist... diese Halskette. Meine Großmutter hat sie mir gegeben. Meine Familie trägt sie schon seit 10 Generationen. Und ihre Geschichte begann, als die Chefin der Brucheria Bonampak ein perfektes Geschenk für ihre Tochter suchte. Oh Mann, wird das jetzt schon wieder so eine romantische Geschichte? Dann brach plötzlich der Vulkan aus. Doch mitten im Chaos entdeckte sie etwas, das genauso wunderschön und einzigartig war wie ihre Tochter. Bevor sie es an sich nehmen konnte, wurde es vor ihren Augen zertrümmert. Aber Bonampak war sehr klug. Sie wusste, dass es immer einen Weg gab, aus Schmerz und Tragödie etwas Gutes zu machen. Und mit dieser Halskette wurde das zur Tradition. Starke Frauen geben sie weiter an junge Mädchen, die erwachsen werden. Und egal, wohin es im Leben meiner Familie auch ging, sie blieb immer in unserem Besitz. Doch dann, als meine Abuelita noch ein kleines Mädchen war, geschah etwas Schreckliches und die Halskette verschwand. Es schien hoffnungslos. Mann, das zieht einen ja echt runter. Gibt's denn in der Story keine Autorennen oder sowas? Shh, Skeleta, wie bekam sie ihre Halskette zurück? Meine Abuelita glaubte, sie war für immer verloren. Aber dann erinnerte sie sich an die Lektion von Bonampak. Du kannst alles überwinden, wenn du das Gute darin siehst. Durch den Verlust der Halskette erkannte meine Großmutter, dass ihr ihre Familie am wichtigsten war. Und auf magische Weise tauchte die Halskette wieder auf. Das war der stolzeste Moment ihres Lebens. Und als meine Abuelita sie mir gab, war das der stolzeste Moment meines Lebens. Und das ist der Grund, warum diese Halskette das Wichtigste ist, das mir gehört. Mann, so eine schöne Geschichte habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Erzähl noch eine, bitte. Unsere vier Jahreszeiten sind eine Folge der Rotation der Erde um die Sonne. Das kann man äußerst gut in dieser Präsentation hier sehen. Eure Hausaufgabe soll sein, eine eigene Präsentation eures Themas zu erstellen. Pickt euch eine Jahreszeit heraus und erklärt, warum ausgerechnet diese Jahreszeit besonders wichtig ist. Frankie, du, Abby und Cupid seid in einer Gruppe. Wir können uns ja bei mir treffen. Klingt doch super cool. Ja, das ist es. Ich wusste, es ist praktisch, jede einzelne Ausgabe von Teen Kreischer aufzubewahren. Welche Jahreszeit wollen wir nehmen? Nehmen wir den Frühling, die Jahreszeit, in der alles wächst und so schön blüht und Liebe in der Luft liegt. In der gleichen Luft schweben auch Pollen. Ich bin allergisch. Wir nehmen den Winter. Das ist die Zeit der Stille und des Nachdenkens. Ohne Pollen gäbe es auch keine Blumen. Ohne Winter keinen Schnee. Ohne Schnee kein Schnee frei. Wie wär's denn mit dem Sommer?
Wenigstens kann man im Frühling immer rausgehen. Es gibt doch nichts Schöneres als einen Abend vor dem Kamin. Willst du damit sagen, der Winter ist besser als der Frühling? Das ist Fakt. Es gibt auch noch den Herbst. Im Winter kann man Schlitten fahren. Im Frühling Marienkäfer fangen. Auf einen Gletscher klettern. Gänseblümchen pflücken. Einen Schneemann bauen. Im Park spazieren gehen. Ich finde beide Jahreszeiten schön. Jeder hat etwas. Seht doch, wie hübsch diese Blume ist. Eisblumen sind noch viel schöner. Dahin ist mein grausiger Notendurchschnitt. Oh nein. Kapiert ihr denn nicht, dass es keinen Frühling ohne einen Winter geben kann? Oder keinen Winter ohne Frühling? Wartet, das ist es. Abby, Cupid und ich haben erkannt, dass es ohne Winter auch keinen Frühling gibt. Und während eine Jahreszeit in die andere übergeht, ist am Ende nur wichtig, wie sie sich zu einem Jahr zusammenfügen. Das ist der langweiligste Nachrichtentag in der Geschichte der Monster High. Wenn ich nicht bald eine Sensation melde, dann werde ich... Oh, leben! Es muss in unserer Schule doch irgendein pikantes Gerücht geben. Hey Dad, was gibt's? Was? Echt? Ich wittere eine Sensation. Du hast Tickets für Justin weitergekriegt? Wetten, sie geht mit ihrer besten Freundin hin und wir werden erfahren, wer es ist, wenn sie sich entscheidet. Habt ihr gehört? Frankie geht mit mir zum Justin-Biter-Konzert. Mit dir? Ja, natürlich. Du trägst ja noch gar kein Trikot. Was? Oh, ja, ich wollte es gerade anziehen. So ist es gut. Wahre Freude verspürt man doch nur, wenn man richtig anfeuern kann. Sie wollte nur nett zu dir sein. Ich bin ihre beste Freundin. Draco-Laura! Bringst du mich bitte hier raus? Ach, nee. Glaubt ihr, es ist unhöflich, wenn man Kopfhörer im Konzert trägt? Du? Wen nennst du hier einen Rüpel? Bin ich denn immer noch in der Monster-Vorschule? Nein. Und wieso benimmst du dich dann wie ein Kleinkind? Was würde deine Schwester Minnie sagen, wenn sie dich jetzt sehen könnte? Nein, bitte, du verrätst dir doch nichts. Dann lass ihn sofort in Ruhe. Danke. Sowas ist doch typisch für Frankie. Du bist Frankies beste Freundin? Julia, er muss dich einfach mögen. Er will, dass du mit ihm und seinen Brüdern zusammen Mittag isst. Los, sei nicht schüchtern. Ich komme auch mit. Und stärke dir den Rücken. Ratet mal, wer mit Frankie zum Konzert geht. Was? Wir regeln das jetzt lieber gleich. Frankie, Frankie hat schon mit dir zum Konzert. Wow, 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 ich nehme keine beste Freundin oder Freund mit zum Konzert. Oh. Ich gehe mit meinen besten Freundinnen hin. Ihr kommt alle mit. Oh. Warum steht dann in Spectros Blog, dass du nur eine von uns mitnimmst? Keine Ahnung, eine gute Frage. Ich brauchte unbedingt eine Sensationsgeschichte. Vielleicht habe ich dadurch die ein oder andere Tatsache verdreht. Ich mache mich lieber mal unsichtbar, schließlich bin ich ein Gespenst. In dieser Folge von Monster High, wahre Monstergeschichten, Toralei Stripe. Toralei Stripe, eine der berühmt-berüchtigsten Schülerinnen an der Monster High. Die bösen Streiche dieser Wehrkatze erschrecken selbst die Herzen der toughesten Monster High-Schüler. Was bringt dieses zänkische Kätzchen zum Schnurren? Die Antwort müssen wir in der Vergangenheit suchen. Sie hat Toralei zu dem gemacht, was sie heute ist. Sie war die kleinste eines Sechserwurfs und musste um alles kämpfen, was sie haben wollte. Alle Kätzchen des Wurfs wurden adoptiert. Oh, Scarab, sind sie nicht entzückend? Alle, außer Toralei. Toralei lernte schnell und überlebte, indem sie schlau und gerissen handelte. Aber meist ist alles nur eine Frage der Zeit. Sie landete da, wo viele Straßenkätzchen enden. Im Tierheim. Dort traf sie auch ihre Wehrkatzenschwestern, Persephone und Miaulody. Gemeinsam regierten sie das Tierheim mit eiserner Pfote. Wir müssen einfach nur herausfinden, wer hier das Sagen hat. Und dann zeigen wir ihnen, wer wirklich der Boss ist. So hätte es ewig weitergehen können, wenn nicht eine sehr wohlmeinende Direktorin ihre Pläne durchkreuzt hätte. Junge Damen, ich leite eine Schule namens Monster High. Es ist ein Ort, an dem ihr aufwachsen und lernen könnt. Ich denke, ihr seid dort genau richtig. Oh, ich sehe das als ein Ja an. Natürlich war Toralei glücklich, an der Monster High zu sein. Aber eine Katze lässt eben das Mausen nicht. Okay, wie immer, nach den alten Regeln. Wir finden heraus, wer das Sagen hat und zeigen ihnen dann, wer hier der Boss ist. Und danach regieren die Coolen in Ruhe die Schule. Also, wer ist Toralei? Liebe Freunde, mit Sicherheit werden wir das nie wissen. Das war... Monster High, wahre Monstergeschichten. Und, hat's dir gefallen? Soll das ein Witz sein? Ich liebe es! Heute ist ein historischer Abend für dich, liebste Gulia. Dein erster Kuss?
Tja, jedenfalls hat Jus gesagt, dass Slow-Mo gesagt hat, dass er dich heute bei unserem Doppeldate küssen will. Wichtig ist, nichts zu übereilen. Danke. Sei einfach du selbst, dann kann gar nichts schiefgehen. Der Lieblingsgott meines Vaters! Wir haben irgendeinen Zauber ausgelöst und unsere Körper getauscht! Oh nein, die Jungs sind schon hier! Mund auf! Ihr wisst ja, wo es reingeht! Slow-Mo darf dich auf keinen Fall küssen! Mich! Leo? Ja, ich komme! Wir müssen sofort eine Lösung finden! Was wollt ihr bestellen? Oh. Du wirst doch wohl nicht krank, mein Schatz. Wie wär's mit einem heißen Tee? Gulia? Was? Oh, Kräuter. Schau in meine Tasche, sieh nach, ob du einen Umkehrzauber findest. Es ist mir völlig egal, ob du das für albern hältst, Gulia. Pass auf, Bruder. Die steht echt auf dich. Wir küssen sie einfach gleichzeitig. Dann kommt das nicht merkwürdig. Ich weiß, was dein erster Kuss dir bedeutet hat, Gulia. Sieht so aus, als würde er an einem... Ich bin wieder ich. Der Kuss hat alles zurechtgerückt, Gulia. Okay, Tänzerinnen, das Vortanzen beginnt in 5 Minuten. Ich hoffe, jede von euch kann mich beeindrucken. Oh. Hey! Invisibilie, pass auf, wo du rumfegst. Entschuldige. Na, Hallöchen. Hey, Operette, ein geruftig cooles Outfit. Danke, ihr seht aber auch toll aus. Dein Tanz wird echt stylisch. Ich weiß, und ihr solltet versuchen, euer Bestes zu geben. Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl, was meine Chancen angeht. Träum weiter, Operette, ich bin voll gut drauf. Es gibt nur einen Solopart und der geht an mich. Wie süß, dass du hey, so denkst, zwei, Caroline. Hört doch bitte auf zu streiten. Jeder hat eine faire Chance. Ja, finde ich auch. Ich denke, sogar ich. Entschuldige, ich bin ja wirklich nicht gern unhöflich, aber du hast zwei linke Steinfüße. Vielleicht solltest du besser hinter der Bühne arbeiten. Okay, Tänzerinnen, auf Position. 5, 6, 7, 8. Oh, Schätzchen, ich brauche Platz, um glänzen zu können. Das war schon ganz gut. Haltet euch für euer Solo in der 2. Runde bereit. Laguna, du fängst an. Entschuldige, sei nicht traurig, Rochelle. Pauline Wolf! Die Mädchen haben recht. Meine Füße sind wirklich aus Stein. Du tanzt trotzdem gut. Eine Solotänzerin muss springen und sich in der Luft drehen können. Und ich kann davon beim besten Willen nichts. Pass auf, vielleicht kriegst du das doch hin. Komm schon, ich habe eine gute Idee. Die letzte Tänzerin, Rochelle. Oh, ich weiß noch nicht, ob ich mir das ansehen will. Wollen wir hoffen, sie macht sich nicht allzu lächerlich. Bravo, bravo! Du hast die Erdanziehung besiegt. Ja, Rochelle, du hast die Rolle. Oh, Invisibili, ich danke dir. Kein Problem. Aber was, wie war das wie denn? Wie hat sie das nur hinbekommen? Wer weiß, wer weiß. Ah! Es wird mal Zeit für das Tratschphantom, den Zombies zu sagen, was gruftig ist und was nicht. Da gehen mir die Pferde durch. Seht euch mal diesen Mustang da vorne an. Ein neuer Typ? Oh Mann. Hier steht, sein Name ist Archer. Noch mehr Konkurrenz. Wow. Oh, hey, Schätzchen. Wahnsinn, dass man so einen stattlichen Hengst wie dich in dieser Schule trifft. Oh, netter Versuch, Landmaus. Sieh mir mal genau zu, ich zeig dir, wie es geht. Oh, ups, ich ungeschicktes kleines Kätzchen. Könntest du mir vielleicht helfen, du hübsches Pferdchen? Oh, du gehörst bald mir. Oh nein, Herzchen. Der hatte gar keinen Blick für dich. Heute Mittag schaut er mit den Hufen vor meiner Tür. Oh, träum weiter. Run! Oh, ich wünschte, irgendjemand würde mir ärmsten helfen, die Treppe runterzukommen. Ich treib jetzt mal darüber und organisiere mir ein Essen zu zweit. Lass die Pfoten von ihm, er gehört mir.
Du wagst es? Auch schon gemerkt? Schnell, wir müssen das sofort beenden. Denn bist du verrückt? Willst du etwa unseren Spaß beim Mittagessen ruinieren? Ich glaube, wir beide haben hier was zu klären. Ja. Komm schon. Okay, sag uns, auf wen du mehr stehst. Weißt du was? Du kannst ihn haben. Er ist nicht mein Typ. Ach, nein, vielen Dank. Auf die Art Monster stehe ich nicht. Oh, Scara, weißt du, an welche Zahl ich gerade denke? Keine Ahnung. Eins? Die einsamste Zahl? Okay, Scara. Welcher Junge hat dich um den Finger gewickelt? Was, Wigman? Nein, Invisibilly. Warum redest du nicht einfach mit ihm? Nein, wenn ich ihm zu nahe komme, höre ich doch, was er denkt. Was, wenn ich höre, dass er mich nicht ausstehen kann? Das könnte ich nicht ertragen. Was geht ab? Naja, Invisibilly und Scara sind das perfekte Paar, aber sie ist zu schüchtern und Billy zu still. Wow, und er... wow, Billy ist doch mein Freund. Na, was geht mit dir und Scara? Wie? Oh. Stehst du nicht auf sie? Ich habe ein bisschen Angst, ihr zu nahe zu kommen. Da liest sie meine Gedanken und kriegt mit, wie sehr ich sie mag und dann... Dann flippt sie vielleicht aus, weil sie vielleicht nicht auf mich steht. Du musst versuchen, ganz offen zu ihr zu sein, denn nur dann kannst du die Wahrheit herausfinden. Ich kann das nicht. Das hat er gesagt. Wir können sie nicht mal austricksen und ein Date planen. Sie liest doch unsere Gedanken. Oh, ich habe gerade eine Idee, wie wir das hinkriegen. Schlechte Nachrichten, Kumpel. Scara hat heute schon ein Date. Heute Abend auf dem Friedhof. Und mit wem? Irgendeinem Kerl. Billy hat ein Date heute Abend auf dem Friedhof. Scara wird völlig verzweifelt sein. Stimmt, wir dürfen ihr das auf keinen Fall erzählen. Oh nein, ich weiß von nichts. Stimmt was nicht mit dir? Ich darf auf keinen Fall an Billys Date heute Abend auf dem Friedhof denken. Billy hat ein Date, mit wem denn? Ich komme noch zu spät. Tut mir leid. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich glaube, du hast gleich ein Date. Ich, also... Was, ich? Du meinst, du hast ein Date? Claude hat gesagt... Draculaura hat gesagt... Oh. Ich mag dich. Ich mag dich auch. Was? Sie sind zusammen? Oh, ich bin verwirrt. Wie ich sehe, hat bei euch beiden Gedankenübertragung stattgefunden. Es ist nicht leicht, einen Telepathen auszutricksen. Wir haben unserer Draculaura nur ein Geheimnis anvertraut. Ich habe kein Wort gesagt. Richtig, musstest du auch gar nicht. Komm, ich bring dich noch zum Klassenraum. Du kannst Gedanken lesen. Monster High, Monster High, Monster High. Keine Ahnung, Bescheid, Monster High.